Bienentalk in einer neuen Runde mit Paul Sarnik. Wir fangen einmal ganz einfach an. Erzähl uns doch bitte mal deinen Werdegang. Also ich habe mit 5 Jahren angefangen, in einem Verein Fußball zu spielen. Das war damals noch ein kleiner Hallenverein, der hat geheißen 1. FC Paulaner Wieden. Dann, ich glaube mit 6 Jahren war das, bin ich zum ersten Mal in einen Rasenverein gekommen, am Land draußen, weil wir dann dort ein Haus gebaut haben in St. André-Wördern in Niederösterreich. Das war der SV St. André-Wördern. Dort habe ich dann, ich glaube, 3-4 Jahre gespielt und bin dann durch ein Sichtungstraining zum SK Rapid Wien, damals mein Traumverein, hingekommen und habe dort eigentlich meine Ausbildung durchgemacht bis zum Profi-Werdegang und bin dann jetzt vor 3-4 Jahren, also das muss jetzt schon 3-4 Jahren, bin ich dann 2 Jahre nach Deutschland gegangen, Richtung Leipzig, zum ZFC Meuselwitz in die Regionalliga und jetzt seit 1,5 Jahren bei Vorwärts Steyr. Zufrieden mit der Entscheidung, nach Steyr zu kommen? Ja, sehr. Ich glaube, mit Steyr habe ich dann super Verein in der zweiten Liga gefunden, wo man sich brutal wohlfühlen kann und wir haben ein super Stadion mit super Fans, die Stadt ist super und ich fühle mich wohl. Schauen wir mal die aktuelle Situation an. Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitungsphase bis jetzt? Ich bin sehr zufrieden. Also ich glaube, die ganze Mannschaft kann zufrieden sein. Wir arbeiten hart und viel, intensiv. Und ich glaube aber, das ist es, dass wir auch gute Testspielergebnisse bis jetzt erzielt haben, noch ungeschlagen, wenn man jetzt die letzten 3 Meisterschaftsspiele auch noch mitzählt aus dem Winter. Dann sind wir jetzt schon über 6 Spiele umgeschlagen und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wie ist denn die Stimmung in der Mannschaft, vor allem jetzt da im Hinblick auf die Rückrunde, die ansteht? Die Stimmung ist sehr gut. Also ich glaube, dass wir hart und intensiv trainieren, so wie ich schon gesagt habe, dass wir auch an einigen Tagen sehr müde und erledigt sind. Aber die Stimmung untereinander ist super, weil wir eine geile Mannschaft sind, weil wir uns alle gut verstehen. Und weil auch der Kampf um die Stammplätze ist da, aber wir schätzen uns gegenseitig und das passt alles. Glaubst du an den erneuten Klassenhalt oder ist die Regionalliga schon ein Thema in der Mannschaft oder auch in deinem Kopf vielleicht? Nein, überhaupt nicht. Also wir haben, ich sage jetzt mal, gerade mal die Hälfte der Saison und wir haben jetzt viele Punkte aufgeholt, die wir am Anfang der Saison verpasst haben und die Regionalliga ist eigentlich überhaupt kein Thema, weil wenn wir schauen, wie wir trainieren, wie wir arbeiten, dann bin ich ziemlich sicher, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Bevor wir zu ein paar schöneren Fragen kommen, ein Thema, das auch die Fans sehr interessiert hat. Im Fall eines Abstiegs, würdest du trotzdem beim SKV bleiben? Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich bin noch ein relativ junger Spieler, der noch höhere Ansprüche hat als dann die Regionalliga. Klar, ich fühle mich brutal wohl, aber ob ich dann bleiben würde, das muss ich dann im Sommer entscheiden. Warum oder wie schafft der SKV den Klassenerhalt? Arbeit, 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 Arbeit. Wir trainieren sehr, sehr viel, intensiv und wir sind noch super Kicker. Also ich glaube, dass wir am Anfang der Saison im Kopf viele Schwierigkeiten hatten. Klar, wenn man dann unglücklich in die Saison startet, dann macht man sich gleich zu Beginn viele Gedanken, dann läuft es nicht. Hätten wir das erste Spiel gewonnen, dann wäre es vielleicht in eine andere Richtung gelaufen. Aber wir sind alle super Kicker und wir wissen, dass wir den Klassenerhalt schaffen können. Wieder eine Frage von Instagram. Wie viele Tore willst du in der Rückrunde schießen? Ja, letztes Jahr habe ich in der Rückrunde mein erstes geschossen. Also nehme ich mir jetzt als Ziel mindestens 2 vor. Lieber den Siegestreffer oder ein Gegentor für ein X verhindern? Also ein Siegestor schießen ist schon sehr, sehr geil. Aber als Verteidiger muss ich sagen, eine Grätsche, die ein Tor verhindert, ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Da können die Verteidiger mir zustimmen. Hast du irgendein Ritual vor dem Spiel? Ich habe nur ein Ritual beim Einlaufen, also durch den Tunnel aufs Feld, dass ich mir einen Kuss auf ein bestimmtes Tattoo gebe. Hast du irgendein Idol? Ja, Sergio Ramos. Warum?
Fasziniert mich durch seine Art, durch seine Mentalität und auch, dass er früher Außenverteidiger gespielt hat und jetzt hauptsächlich Innenverteidiger ist, so ähnlich wie ich. Ich bin auch nicht eigentlich als Außenverteidiger gekommen. Habe jetzt die ganze Hinrunde in der Innenverteidigung hauptsächlich gespielt und deswegen sehe ich ihn als Idol. Passt die nächste Frage hervorragend dazu. Auf welcher Position fühlst du dich am wohlsten und welches Spielsystem bevorzugst du? Als Stürmer? Na, obwohl ich früher Stürmer war, aber ich glaube, das war jeder in der Jugend. Nein, ich fühle mich in der Verteidigung, sag ich mal, in der Defensive überall wohl. Ich kann sowohl außen, rechts, links in der Innenverteidigung auf beiden Seiten spielen. Ich bin da eigentlich ein Spieler, der sich nicht zu viele Gedanken macht, auf welcher Seite er jetzt spielt oder wo. Im Moment fühle ich mich in der Innenverteidigung sehr, sehr wohl. Was machst du, dass du so extrem attraktiv und hübsch bist? Hast du ein Geheimrezept? Ich glaube, die Frage kommt. Ich weiß, ich könnte mir vorstellen, von wem die Frage kommt. Gute Pflege, regelmäßige Pflege und ja, mir steht blond. Wer war dein hübschester Mitspieler? Der hübscheste Mitspieler. Ja, wir sind alle fesche Burschen, aber ich kann nur sagen, wer sich am meisten, wer der eitelste ist. Das ist vielleicht. Ja, ich glaube, der Alberto, der macht sich schon sehr gern die Haare nach dem Training. Also den würde ich schon sehr, sehr eitel bezeichnen. Eine weitere sehr schöne Frage von den Instagram-Fans. Wie ist es, der beste Spieler der Mannschaft zu sein? Ich würde mich jetzt nicht als besten Spieler der Mannschaft bezeichnen. Ich glaube, wir sind alle die besten Spieler. Wie hast du es geschafft, so gut zu werden? Ich glaube, Einstellung und Ehrgeiz und immer dranbleiben. Also das würde ich auch jedem mitgeben, dass man, es gibt, ich glaube, jeder hat im Leben, egal ob das jetzt der Beruf Fußball ist oder der normale Arbeitsberuf, man hat immer Rückschläge, es läuft nicht immer nach Plan, man muss immer dranbleiben. Und so wie es auch unser Trainer jetzt fabriziert, dass sich Arbeit im Endeffekt dann auszahlen wird. Und das, was du erreichen möchtest, kannst du schaffen. Wo siehst du dich in 5 Jahren sportlich? Noch nicht am Ende der Karriere. Knapp vor 30. Ich hoffe in der Bundesliga. In Österreich oder im Ausland wieder? Ich muss sagen, Deutschland hat mich schon sehr gut gefallen, weil auch die Einstellung der Leute, der Bezug zu Fußball war schon ein anderer, noch ein größerer als hier in Österreich. Also der hat mich schon sehr begeistert. Wer ist dein Lieblingsspieler beim SKV? Da ist es, ich kenne Oli schon sehr lang. Er ist einer meiner Lieblingsspieler. Ich mag seine Schnelligkeit. Dann kann ich mich immer mit ihm duellieren, weil ich auch ein sehr schneller Spieler bin. Wofür gibst du dein Geld aus? Mein ganzes Geld. Ich glaube, am meisten gebe ich mein Geld für Essen aus oder für die Fahrten zwischen Wien und Steyr, also für Tanken. Fleisch oder Gemüse? Ich bin der Fleischtyp. Was ist dein Lieblingsessen? Also sagen wir mal so, im Urlaub ist es dann das Schnitzel mit Pommes. Und ansonsten esse ich auch gern klassisch Spaghetti Bolognese. Ein Mitspieler lädt dich zum Essen ein. Er kocht selber. Bei wem lehnst du dankend ab? Boah, beim Mikena. Er ist kein großer Koch. Er lässt sich immer bekochen. Über wessen Einladung würdest du dich freuen? Beim Fischi, der hat schon einige Male gutes Essen gekocht. Was sind deine Hobbys? Hobbys sind Tennis spielen. Ich habe früher lange Zeit Tennis gespielt. Im Moment spiele ich auch eigentlich schon seit ein paar Jahren sehr gern Darts. Auch mit einigen aus der Mannschaft. Und ja, ich drehe auch sehr gern die PlayStation auf. Ja, das hat die Mannschaftskollegen natürlich auch interessiert. Wer ist der beste Dartspieler in der Mannschaft? Natürlich ich. Hast du schon mal einen 180 geworfen? Ja. Mit wem duellierst du dich am liebsten beim Dartspielen aus der Mannschaft? Am liebsten ja, mit denen, die am meisten die Nase oben haben. Nein, also wir haben
Es gibt einige, die bei uns Dart spielen, der Fischi, der Kenner, der Olli, der Luca, die spielen alle sehr gern Darts. Mit wem kämpfst du um den epischen Sieg in Fortnite? Ich habe da meine zwei Teams, meine zwei Viererteams. Die einen bestehen aus der Mannschaft, das ist der Ekenna und der Can. Und der Banshee ist manchmal auch dabei, obwohl er sich öfter um die Familie kümmern muss. Und mein zweites Team, das sind meine Freunde aus Wien. Wien oder Steyr? Ich muss dann doch sagen Wien. Fünfhaus oder Otterkring? Fünfhaus. Barca oder Real? Eindeutig Real. Deine SKV Startaufstellung gegen Horn? Darf ich die sagen? Nein, das entscheidet der Trainer. Fußball ohne Zuschauer ist? Scheiße. Ja, deine letzten Worte. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst? Ich hoffe, dass wir bald wieder mit Zuschauern spielen können und dass wir mehr Punkte als im Herbst einfahren, dass wir den Klassenerhalt so früh wie möglich schaffen und dass jeder Einzelne seine Ziele erreicht und dass wir so viele Siege wie möglich mit den Fans feiern können.